Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir haben beim letzten Mal mit Leonie Fahrt gekämpft. Das ist nicht der Name, aber mir fällt der Name gar nicht ein. Und ja, unserem König zu seinem neuen Platz verholfen. Der Leonie Fahrt hat uns erklärt, dass wir etwas verbrennen müssen. Den Tötungsbefehl bei Venonis, weil sonst die Eiferer hinter uns her sind. Außerdem soll ich ein Lagerbericht zu Leckers Shire bringen. König Burgred wurde abgesetzt und wir sind im Bunde mit Ubba und Ivar Ragnarsson, sowie dem neuen König von Mercia, Ceowulf. Überbringe Randvi diese Neuigkeiten. Bring mir doch erstmal die Neuigkeiten. Oder erst. Nee, wir machen erst das mit dem Tötungsbefehl. Ich glaube. Das ist gerade ein bisschen dringender. Also können wir doch bestimmt jetzt ein bisschen. Wir können nicht leveln. Okay. Aber hey, wir sind schon stärker 41. Ist doch schon mal was. So, Venoni. Was? Wer? Wer wie was? Wer wie das? Wieso? Weshalb? Warum? Da sollen wir also hin. Da. Da haben wir doch schon alles eingesammelt. Okay, wir sind also auch so dahin gekommen. Wir waren nur ein bisschen früher da. Schön, dass das im Laden so schnell geht. Zumindest manchmal. Da ist unser Absprung. Weizen. Mir fehlen heute sehr viele Wörter. Aber hey, am Ende ist wichtig, dass wir im Spiel vorankommen. Hier, genau da, wo wir stehen. Was sind eigentlich die weißen Flecken auf der Karte? Irgendwo hatte ich das mal gelesen. Flieg, Freundin. Das ist das Gebiet, wahrscheinlich da, wo das sehr unaufhörliche rote Tuch ist, steht dann die Vase. Da. Das muss die Statue der Eiferer sein. Erstmal Eva von Rahmenplan, leckeres Scheibe. Bestimmt hat das schon irgendjemand vorher gefunden. Erledigt. Nur noch Rauch und Asche. Jetzt können diese Eiferer mich nicht verfolgen. Okay, Krieger der Eifer machen nicht aktiv Jagd auf dich. Sie sind dennoch formidable Gegner. Eiferer sind die mächtigsten Krieger, die den Ohren der Ältesten dienen. Sie patrouillieren in ganz England. Also jetzt werden die erst erklärt. Okay. Wir haben uns schon ein bisschen früher mit ihnen beschäftigt. Gut, dann zurück hierher zu Randvi. Wir brauchen halt noch einen von dem Orden, um Giftangriffe zu lernen. Und ich will das unbedingt lernen. War auch interessant, dass oben der König von Mercia, vorher Das dann Wort mit der dem Ohren Mutter. zusammengearbeitet hat. Wer könnte es sein?
Wir von Rand wie Ava. Zwei Besucher aus der Frankenreich sind in Häfnertorp eingetroffen. Die eine ist eine junge nordische Kriegerin aus dem Clan von Jarl Zenderik nahe Paris. Und der andere scheint ein Franke zu sein. Sie haben uns bereits als Geschenke von Zenderiks Bruder Siegfried ein neues Gasthaus errichtet. Ich bin keine Hellseherin, doch es ist offensichtlich, dass sie etwas von uns wollen. Die Kriegerin Toka, heißt sie, hat bereits nach dir gefragt. Rede mit den beiden, um herauszufinden, was sie wirklich wollen. Toka. Das ist dann hoffentlich nicht. Nee, das war Tonna oder so, die böse auf uns war. Ich habe schon alle Spielstände durchgespeichert. Auch schön. Schönes Achievement. Bauen ihr eigenes Gästehaus. Diese Art Besuch gefällt mir. Erstmal mit Randwie. Wer bist du denn? Hallo. Guten Tag. Ah, neue Kundschaft. Ich kenne euch nicht, Freunde. Was hat euch in unsere Siedlung geführt? Seid ihr Händler? Ah, hallo, hallo. Bist du die Anführerin dieses geschäftigen Lagers? Wir kommen im Namen der Tausend Augen. Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht? Brauchst du es auch nicht. Verstehe. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der tausend Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Eine Legende. Ein Held des Volkes. Und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Und woher kennst du mich? Die tausend Augen haben auch tausend Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand, aber es gibt einen Haken. Auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich, du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete. Okay. Also wir haben einen neuen Markt bekommen. Tägliche Auswahl. Seht ihr, dieses mythische Tier ernährt sich sonst von den Blättern der Weltenesche, bekleidet sich aber kurz, während es seinen Hals entspannt. Ah ja. Für 150 Opal. Himmlisches Einhorn. Wöchentliche Auswahl. Na, da bekommt man wieder FOMO beigebracht. Du musst spielen, sonst kannst du dir unsere Sachen nicht leisten, die du bestimmt haben willst. Abstergo-Lichtquelle. Zukunftssegel. Dunkler Ritter, rechter Arm. Ja, nee. Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Nun, da wir befreundet sind, bist du auch eine Freundin der tausend Augen. Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier. Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Ja, nice. Okay, aber mehr zu tun ist eigentlich immer gut, habe ich das Gefühl. Und wir bekommen Erfahrungspunkte geschenkt, also. Hey, Boss hier! Oh?
Ah, der Fischer. Irgendwo soll ja auch noch die Frau sein. Ah, da hinten. Aus Frankenreich. Wirf dich mit den Neuankömmlingen. Irischer Handel. Also Irland interessiert mich ja sehr. Bau das Kriegerlager in deiner Siedlung. Komm, lass uns erst mit dran reden und dann weitere Dinge in der Siedlung machen. Ach, das ist jetzt eher, den ich da markiert habe. Ja, okay. Was warst du denn? Jagdhütte. Legendäre Tiere jagen. Wir haben einiges zu tun, wenn wir die Siedlung wirklich ausbauen wollen. Eivor, auf ein Wort. Tegla, du siehst aus, als hättest du mit einem Bären gerungen. Stimmt etwas nicht? Götter, Eivor, ich wurde beraubt auf der Straße von hier nach Linkolne. Von wem? Konntest du einen Blick erhaschen? Es waren Sachsen, so viel ist sicher. Ein ganzer Haufen haben mir 4 Fässer Ale und mein ganzes Silber abgenommen. Der Stämmigste hat mich vom Pferd gezerrt, an sich herangezogen und gesagt, dass Gutbahn zu Hause erwartet wird. Gutbahn? Das bedeutet so viel wie Schlachtgebein auf Sächsisch. Bist du sicher? Genau das sagte er. Hier heißt doch niemand so, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe nichts dagegen, dass wir Waisen aufnehmen, Eivor. Aber einige dieser Sachsen kennen wir kaum. Wir müssen uns umhören. Eine gute Idee. Ruh dich aus. Ich kümmere mich darum. Danke dir, Eivor. Hat das mit dem Bäcker zu tun? Stimmt, Gilbert ist jetzt bei uns. Weil der Bäcker hatte ja eine sehr ruppige Vergangenheit, bevor er Bäcker wurde. Und wurde auch von einem Händler wiedererkannt. Der Angst vor ihm hatte. Ah, du hast es hierher geschafft, Gilbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Ich traf ihn bereits. Reda. Ein seltsamer Jüngling, aber irgendwie angenehm. Er wird eine gute Gesellschaft abgeben, denke ich. Ich freue mich, ihn besser kennenzulernen. Na, neue Siedlungsstufe. Okay. Ihr seid noch nicht lange. Warum nicht noch mehr? Ob Valka unter ihnen ist? Hab nur Geduld, kleiner Herr. West Sexe ist unberührt. Nordhymre ebenso. Ihr habt so vieles nicht gesehen. Ja, wir arbeiten noch daran. Das wird nachgeholt. Genau, wenn er aus der Gutbahn ist. Das ist doch bestimmt der Bäcker. Habe ich sonst hier gerade kein Bündnis zu schließen? Erledigen wir erst das im Dorf. Wahrscheinlich ist das besser. Grüße, Eivor. Ja, grüß zurück. In der Rosberg Gutbahn ist. Und es gibt eine neue hier in der Gegend. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Wenn du Tiere jagst, kannst du hinterher zu mir kommen. Und wenn du etwas ganz Besonderes hast, hänge ich es gerne an die Wand. Allerdings kann ich nicht viel machen, bis du mir einen Platz zum Arbeiten schaffst. Ich werde nicht auf notdürftigen Tischen und im Dreck gerben. Ich muss leider aufbrechen.
Bis bald. Grüß Pip. Warum habe ich eigentlich die Aufgabe noch nicht erledigt mit Bau? Weil ich das Kriegslager ausbauen muss, oder? Eine weiße Freundin. Genau. Oh, das Kriegslager in deiner Siedlung. Da fehlt uns doch bestimmt Proviant für. Ja, leider ja. 30 Stück, aber dann wird das wahrscheinlich das nächste sein, was wir ausbauen. So, eine alte Freundin. Eivor, wie schön, dich hier zu sehen. Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Walker, liebe Walker, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich. Und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel. Aber es ist... Ach, ich soll ihre Sachen tragen. Ja, nun. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Ja, ich finde es halt viel schöner als nur Schnee, wo wir ja vorher waren. So viele bunte Farben. Hier sieht es voll frühlingshaft aus, aber weiter hinten, wo die Bäume so rot sind, sieht es mehr herbstlich aus. Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha, gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Ich mag sie. Auch wenn mir ihre Sprechweise manchmal etwas anstrengend ist. Bist du es, Walker? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen. Was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann sie nur für deine Arbeit ein. Das wird dir gut tun. Du hast viele Menschen hierher geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Schön, wie die Sonne gerade aufgeht. Salve, Eivor, ad meliora. Guten Tag. Wer war das denn? Octavian, ein seltsamer Mann. Du wirst ihn sicher mögen. Siehst du, dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Oh, Katze. Bis darauf, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er redet mit mir, aber es laut auszusprechen, fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke.
da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Von Gott berührt also. Hat er da vorher um ein Laufendes gefragt? Ich soll das jetzt alleine bauen. Da fehlen mir Ressourcen. Rechte Valkas Haus. Ich würde eher das mal mit den Raubzügen zuerst machen, muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht bekommen wir dann ein bisschen mehr davon. Mehr Rohstoffe. So, als nächstes treffen wir uns mit dem Iren. Der interessiert mich nämlich tatsächlich brennend. Wo muss denn ihr Haus so weit weg sein? Oh, der hat einiges an Gepäck dabei. Ich glaube, der hat vor zu bleiben. Hi, Tam. Es lief nicht wie geplant. Hi, Tam. Kannst du mir dabei helfen, Heitam aufzufinden? Was hast du mit ihm zu schaffen? Ich bringe eine Auswahl an Waren aus Irland. Also sofern meine Schiffe anlegen können. So, wie ich sehe, hast du Eivor Wolfsmal schon getroffen. Ah, du bist also Eivor. Tatsächlich habe ich eine Nachricht aus Irland für dich. Ich kenne dort niemanden. Der Brief ist vom König Düflins. Leider scheine ich ihn verlegt zu haben. Der König Düflins? Warum sollte er mir schreiben? Er wünscht, den Handel nach Englerland auszuweiten. Zu diesem Zweck bringe ich die Waren. Essar ist aus dem Osten, lebt aber nun in Irland. In Sachen Handel sollte dein König sich aber eher an Randvi wenden. Er meint aber Eivor zu kennen. Er bat mich, dich auf dem Weg dorthin zu begleiten. Ich kenne keinen König in Irland und reise sicherlich nicht dorthin. Doch zuerst musst du einen Handelsposten einrichten, Essar. Wo ist überhaupt dein Handelsschiff? Ach, ja, das ist eine unglückliche Sache. Sehr besorgniserregend. Konkurrenten haben den Fluss und somit meine Waren abgeriegelt. Eine Flusssperre schadet ganz Hrefnatorp. Bleib hier, ich beseitige sie. Wie du siehst, ist Eivor eine Frau der Tat. Komm nachher zu mir, wenn der Fluss wieder frei ist. Natürlich, mein Freund. Ich danke dir. Und ich suche derweil den Brief des Königs. Du bestehst darauf, dass ich einen irischen König kenne. Dem ist nicht so. Welcher König sendet mir da nur Briefe aus Irland? Vielleicht können wir noch kennenlernen. Ich meine, so ein irischer König. Aber ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, den sind wir bestimmt noch nicht begegnet. Ein irischer König. Sei gegrüßt, Eivor. Aber ich weiß auch nicht, ob ich Azar wirklich vertrauen kann. Ich weiß nicht. Azar wirkt irgendwie ein bisschen sehr zwielichtig. Aber wir werden sehen. So, und die anderen Neuankömmlinge, die sich nicht bei mir vorgestellt haben, muss ich mal erwähnen. Sehr unhöflich. Befinden sich irgendwo hier. Ich brauche so viel mehr Materialien, so viel mehr Raubzüge. Sieht etwas jung aus für Raubzüge. Das ist ein gutes Schwert. Ist das alles? Dieses Festmahl muss großartig werden. Ja. Es ist unsere letzte Chance. Wolfsmal!
Willkommen in Hefnatorp. Ich bin Eivor. Aber das scheint ihr ja schon zu wissen. Du bist uns wohl bekannt. Ich bin Turka Sinriks Dotter. Und der fränkische Langweiler ist mein Berater Piers. Wir sind hier im Namen von Siegfried vom Frankenreich, berühmter Krieger und Anführer der dortigen Nordmänner. Ihr scheint euch hier schon heimisch zu fühlen. Wie sollten wir auch nicht? Was ihr hier aufgebaut habt, ist wunderbar. Das Gästehaus fügt sich gut ein. Wir haben zudem neue Geschmäcker aus dem Frankenland für eure Tafel mitgebracht. Habt ihr Durst? Dann kostet von unserem Würzwein. Sehr großzügig. Einige würden sagen, zu großzügig. Sieh es als Zeichen des guten Willens von meinem Onkel Siegfried. So von Clan zu Clan. Käme heraus, dass ich ein Festmahl verweigert hätte, würde Blut fließen. Ich nehme es also an. Sehr gut, du ehrst uns. Hefnetorp erinnert mich daran, wie das Frankenland einst war. Wenn ich könnte, käme ich oft zu Besuch. Du wärst willkommen. Jedoch bringt ihr eure Gaben sicher nicht ohne Grund. Ich warte auf den Gefallen, um den ihr uns bitten werdet. Was man über deine Urteilskraft hört, stimmt wohl. Lass mich gern heute bei Ale an deiner Weisheit teilhaben. Beginnen wir? Dann schauen wir mal, ob diese fränkischen Leckerbissen etwas taugen. Essen wir! Kann man nur Ale dem Wallen vorziehen. Gott, ich werde es nie verstehen. Ihr Nordleute besiegt uns Franken vielleicht auf dem Schlachtfeld. Doch im Trinken sind wir ungeschlagen. Wenn es mich betrunken macht, trinke ich es gern. Gibt es denn keine Ansprüche mehr? Ich will euch etwas zeigen. Auf unseren Reisen durch Englerland nahm ich in Raubzügen und Schlachten Schwerter an mich. Dieses holte ich mir in einem Holmgang gegen zwei einfältige Brüder in East Angla. Es mag nur ein Wundenzweig sein, und doch ist es mein Liebling. Ihr habt also alle Winkel dieses Landes bereist, bevor ihr nach Hefnatorp kamt. Wozu? Ich möchte dich und deinesgleichen für die ruhmreichen Raubzüge entlang der Sequana gewinnen. Mit wem hast du bisher gesprochen? Mit vielen. Jarl Heming, Gudrum, sogar Halfdan. Paris selbst soll belagert werden. Und danach werden wir mehr Reichtümer angehäuft haben, als sich irgendwer in Englerland vorzustellen wagt. Lass mich raten, wie viele Yards sich deinen fränkischen Raubzügen und Belagerungen anschließen. Keine. Sie begreifen das Ausmaß der Schätze nicht, die wir erbeuten können. Was willst du wirklich, Turka? Jedes Wort, das ich sprach, ist wahr. Aber da ist noch etwas anderes. Eine neue Macht erhebt sich im Frankenreich. Eine Macht welcher Art? Die fränkischen Königreiche wurden unter einem König vereint. Dem fetten Charles. Und mit dieser vereinten Kraft wendet sich Charles nun langsam gegen die nordischen Dörfer. Er tötete meinen Vater und löschte mein Dorf aus. Für deinen Vater und dein Dorf tut es mir leid. Wir haben jedoch unsere eigenen Sorgen hier in diesem Land. Bleibt Charles an der Macht, werden diese Sorgen wachsen. Nachdem er im Frankenreich fertig ist, wird er nach Englerland kommen. Charles wird dich und deinen Clan verfolgen. Seine Heere verdoppeln sich täglich. Echte Krieger, auch Berittene. Kein Vergleich mit euren sächsischen Bauern und Fischern. Wenn der Rabenclan euch helfen sollte, was würdest du von uns verlangen? Unser Anführer Siegfried bereitet die Belagerung von Paris vor, damit die Franken ihre Taten wieder uns Nordleute überdenken. Und nebenbei werden unsere Langschiffe vollgeladen mit Schätzen. Meine Späher bestätigen die Behauptungen Turkas und ihrer Leute. Doch zuvor sah ich keinen Grund, unseren Clan einzubringen.
Siehst du diesen nun? Hat dieser wahnsinnige König Charles es wirklich auf Englerland abgesehen, sollten wir handeln. Dieser Siegfried, von dem sie sprach, versammelt dort Nordleute. Uns ihm anzuschließen, könnte die Gelegenheit sein, sich dem neuen König zu widersetzen. Oder ich könnte diesen Charles selbst treffen und ihn, wenn er nicht verhandeln will, töten. Unser Problem geht über einen König hinaus. Töten wir einen, kommt ein anderer. Sollte er durch einen unserer Nordlinge aus Englerland erschlagen werden, könnte das die Franken noch eher zu uns treiben. Dann werde ich abwägen, wen ich im Frankenreich töte und mit wem ich mich verbünde. Ein ruhiger König könnte Hrefnatorp Sicherheit bringen. Lass mich das Schwert sehen. Ich will die Schmiedekunst begutachten. Nein, das ist mein Diebesgut. Na schön. Willst du es mir nicht zeigen, muss ich es mir nehmen. Mach dich bereit, Piers. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Toker, du kamst hierher, um Hilfe gegen diese neue fränkische Bedrohung zu finden. Der Rabenclan wird dir beistehen. Wirklich? Wirklich? Ich verspreche dir, ihr werdet es nicht bereuen. Suche Piers auf, wenn ihr bereit seid, und wir brechen umgehend ins Frankenland auf. Hab Dank. Wäre ich nur bei El geblieben. Toker sagte, ich solle zu Piers gehen, wenn ich bereit für die Reise ins Frankenland bin. Noch sind wir nicht bereit für die Reise ins Frankenland. Aber ja, England gegen Frankreich hat ja so seine Traditionen. Dein Kopf schmerzt nicht wie der meine. Was für eine Nacht. Wir haben sehr viel zu tun, wenn wir jetzt auch noch nach Frankreich und irgendwann auch noch nach Irland können. Und wir müssen noch unser Dorf ausbauen. Wann soll ich denn für all das Zeit haben, Jungs, Mädels? Ich würde eigentlich zuerst mich um die Sperre gerne kümmern. Die andere Sperre. Siedlungsstufe. Wikinger gesucht. Und finde heraus, wer brutbar ist. Wie wird mir das denn auf der Karte angezeigt? Wahrscheinlich soll ich mich rumfragen. Ey, aber ich habe ja schon die Vermutung, dass es der Bäcker ist. Also gehen wir doch direkt zum Bäcker. Du bist nicht der Bäcker, oder? Du siehst nicht sehr bäckerig aus. Waffenkammer. Finde ich denn den Bäcker? Du bist das nicht, oder? Doch. Torbjörn, hast du einen Moment? Ich habe mich gefragt, ob... Ich bin Gutbahn, Eivor. Das bedeutet Schlachtgebein. Nicht gerade der Name eines heiteren Bäckers, nicht wahr? Kein guter Name für einen Bäcker, nein. Wie hast du diesen Namen erhalten? Bevor ich zu euch stieß, lebte ich ein anderes Leben. Ein brutales, blutiges Leben. Ich diente einer Bande Auftragsmörder. Als ihre Klinge durchzog ich die Wälder Englerlands und tat, was immer sie von mir verlangten. Und sie verlangten stets Gräueltaten. Als ich sie verließ, legte ich dieses Schwert ins Gras und legte einen Schwur ab.
Ich schwor, nie wieder auch nur einen Tropfen Blut zu vergießen. Keine Menschen mehr zu töten. Keine Gräueltaten mehr zu begehen. Kein leichtes Versprechen für einen harten Mann. Doch, es fiel mir leicht. Dieses Leben hier habe ich mir immer gewünscht. Nie zuvor war ich so im Gleichgewicht. Das ist alles meine Schuld. Ich habe euch das eingebrockt. Also muss ich es auch richten. Torbjörn, wer dir droht, droht auch meinem Clan. Das lasse ich nicht zu. Diese Männer sind verdorben, Eivor. Du solltest nicht meine Schlachten schlagen müssen. Hast du nicht zugehört, Torbjörn? Wer dir droht, droht auch mir. Stellen wir uns ihn. Gemeinsam. Also gut. Wir treffen uns draußen, wenn du bereit bist. Ich glaube, ich weiß, wo wir sie finden. So handelt nämlich ein guter Captain. Wer der Mannschaft droht, droht dem Captain. Sehr alter Brief. Torbjörn, ich bete, dass dich dies wohl auch vorfindet. Mir bleibt nun nicht mehr viel Zeit, auch wenn das Fieber kommt und geht. Eine Krankheit in einem Leben der Gewalt und des Kampfes. Rafft mich eine Krankheit dahin? Vielleicht ist das der Lauf der Dinge. Vielleicht hat mich die Schnelligkeit der Tode, die ich den Schwachen bescherte, für die langsame Art abgestumpft. Die, welche einem Zeit zum Nachdenken gibt. Ich werde diesen Brief nicht in die Länge ziehen, wie es mit mir geschieht. Den Blutdurst habe ich dir eingebläut, so wurdest du nicht geschaffen. Du wurdest gütig, freundlich und liebevoll geboren, weich und fürsorglich. Darin liegt deine Stärke, trotz deiner Größe. Das hätte ich verstehen und annehmen sollen. Stattdessen bist nun derweil du noch lebst, dass du friedlich sein kannst. Wisse, dass du aufhören kannst zu kämpfen, zu töten, den Ruhm darin zu suchen. Liebe stattdessen, heile, umarme, backe. Sei der, den ich dich nicht werden ließ. Und wenn sie sich mehr meiner als die Gnadenlose erinnern, lass es kein Lobgesang sein. Kein Ruhm liegt in dieser Macht, die mein war. Und im nächsten Leben werde ich es besser machen. Ich liebe dich, deine Mutter. No. Ich wollte jetzt natürlich eigentlich nicht lesen. Ich dachte, ich habe da was Nahrung oder so zum Mitnehmen. Ich wollte eigentlich nicht in seinen Sachen herumschnüffeln. So, ich folge dir. Wenn du dich deinen alten Freunden stellen willst, bin ich jederzeit bereit. Gut. Ich gehe voran. Ich will, dass du weißt, falls es zum Kampf mit meinem alten Haufen kommt, werde ich allein damit fertig. Du musst mir lediglich vergeben. Mehr nicht. Es gibt nichts zu vergeben. Du hast sie verlassen. Sie kamen dir nach. Ich werde meinen Clan verteidigen. Egal, ob mit Axt oder bloßer Faust. Du lebst genau das Leben, das du leben willst, nicht wahr? Sie ist eine gute Anführerin. Das kann ich zumindest respektieren, auch wenn ich nicht immer denke, dass ihre Draufhau-Methode die beste ist. In diesem Punkt stimme ich aktuell zu. Sag mir, was uns erwartet. Werden sie sofort auf uns losgehen? Ich hoffe nicht. Nein, nichts derartiges. Das widerspricht Wolfs Vorgehensweise. Er ist äußerst gerissen und wirkt sehr freundlich, wenn man ihn kennenlernt. Man fühlt sich wie ein Freund, fast wie Familie. Ich traf ihn vor einem Jahrzehnt und er war der erste Mensch, der mich je willkommen hieß. Der erkannte, was in mir steckte. Er meinte, ich hätte eine Gabe. Für Einschüchterung, Überredung, für Gewalt. Er wusste genau, wie er meine Kraft und Größe einsetzen konnte. Bin ich ja mal gespannt, auf was wir uns vorbereiten müssen. Wie da seine alten Männer aussehen. Seine alte Mannschaft. Ich meine, was haben sie vor? Soll er zurückkommen? Soll er sich ihnen wieder anschließen? Oder wollen sie ihn töten? Ist diese Landschaft schön, ne? Will dort auch hin. Sie wollen mich zurück. Sie wollen, dass ich der Mann bin, für den sie mich halten. Ein großes, starkes Monster. Wolf und die anderen waren damals die einzige Familie, die ich hatte. Aber ihre Liebe war nicht bedingungslos. Wolf liebt nur, was er besitzen kann. Und was hast du nun vor? Ich weiß, dass ich nicht zurückgehe. Ich will nicht noch mehr Blut an meinen Händen. Alles andere ist schwer abzusehen.
Er weiß, was sie im Schilde führen. Nun, möglicherweise wirst du noch mehr Blut an deinen Händen haben, wenn sie nicht akzeptieren, dass du nicht zurückkommen willst. Dumme Situation. Die alten Leute besiegen für das neue Leben. Und die Leute sind ihm hier bestimmt auch nicht egal. Was für eine schöne Strecke wir hier reiten. Wie groß diese Karte einfach ist. Ich war hier einfach noch nie. Oh, Mess. Mäh. Ich mag Schafe. Wir halten an. Dieses Haus da. Wahrscheinlich sind sie dort drin. Es mag unscheinbar aussehen, Eivor, aber lass dich nicht täuschen. Und nimm Wolf nicht auf die leichte Schulter. Er ist eine Schlange. Ich traf schon viele Schmeichler, die sich als Schlangen entpuppten. Ich weiß. Nur zur Warnung. Lass uns hineingehen. Ich mag Torbjörn. Der einfach halt... trotz seiner Statur und trotzdem, dass er hart sein kann, halt einen weichen Kern hat. Das finde ich sympathisch. Vorne rein? Ah, da. Gut, Bahn, mein Junge. Du hast meine Nachricht erhalten und du hast jemanden mitgebracht. Sag, wer bist du? Seine Aufpasserin? Ich bin Eivor. Und die Frau, die ihr bestohlen habt, war Teil meines Clans. Das werde ich nicht dulden. Ich weiß, tut mir aufrichtig leid. Aber sag, Thekla, nicht wahr? Sag ihr, dass ihr Ale eines der besten war, das wir je soffen. Ich bin fertig mit euch, Wolf. Aber wir sind noch nicht fertig mit dir, Junge. Wir gaben dir Essen, Unterschlupf, Ale und Reichtümer. Wir machten dich zu dem, der du heute bist. All das, was ihr für ihn getan habt, hat er euch mit Blut und Schweiß zurückgezahlt, oder? Du hast eine scharfe Zunge, das gefällt mir. Doch die Tinte auf diesem Abkommen war längst trocken, bevor deinesgleichen nach Englerland kam. Aber gut, wenn du Torbjörns Namen reinwaschen willst, will ich dir gerne behilflich sein. Alles eine Frage des Geldes. Vor einigen Wochen haben Soldaten meine, sagen wir, persönlichen Gegenstände beschlagnahmt. Mich wollten sie auch mitnehmen, doch ich bin ihnen entwischt. Bring mir meine Habseligkeiten zurück, sofern du es dir zutraust. Wenn du das machst, ist dein Name rein. Nein, ich kann nicht. Ich habe mir geschworen, all das hier hinter mir zu lassen. Aber... wenn du Torbjörn dann ziehen lässt, besorgen wir dir, was dir gehört. Wo sind diese Soldaten? Ihr Lager liegt unweit von hier im Westen. Ein Haufen dickköpfiger Tumba-Befehlsempfänger. Ihr könnt den Gestank nicht verfehlen. Dann wartet hier. Wir kehren zurück, noch ehe dir neue Hörner gewachsen sind. Gott sei mit dir, Eivor. Du hast sie. In der Tat. Bringen wir sie zu Wolf. So gut hätte ich das nie hingekriegt. Was? Ich hab sie schon? Ist das die Art von Arbeit, die du mit Wolf und seiner Räuberbande erledigt hast? So ein flinker Beutezug, meinst du? Das war nur ein kleiner Teil. Meist bestahlen wir die Armen, töteten die Hilflosen und betrogen die Törichten. Wir waren Aasgeier. Die besten Tage lassen mich heute noch schaudern. Die schlimmsten erfüllen mich mit Abscheu. Lass es hinter dir. Erinnere dich nur an das, was dich zu einem besseren Mann macht. Ich habe wohl einiges so im Vorfeld schon erledigt. Das war ein sehr schneller Raubzug, ne, Torbjörn? Gut, dass du gar nicht dabei warst. Ich meine, du wolltest ja kein Blut mehr in deinen Händen. Dann geben wir doch mal Son Goku das, was er haben möchte. Oh, sie sind zurück. Wir haben dein Plunder. Wunderbar. Legt alles hier hin. Das Buch. Natürlich, ich halte mein Wort, um Himmels Willen. So wenig Vertrauen heutzutage. Es sind wahrlich dunkle Zeiten.
Was war's? Wir sind quitt? Ei, du bist ein freier Mann und darfst bis an dein Lebensende deinen Hungerlohn als Thorbjörn, der traurige Bäckersmann, verdienen. Doch du, Eivor, falls dir das Siedlerleben je zu behäbig wird, könnten wir jemanden mit deinen Fähigkeiten immer gut gebrauchen. Denk drüber nach. Wenn du mich nochmal dumm anmachst, schraube ich dir den Kopf ab und spuck da rein. Ja. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass die Kamera jetzt da steht. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Bye.